Ich bin Jasmin, ich bin 25 Jahre, ich komme hier aus Karlsruhe und ich studiere im ersten Mastersemester Mechatronik und Informationstechnik in der Vertiefungsrichtung Medizintechnik. Nach der Schule hatte ich einfach ganz viele unterschiedliche Interessen und habe mich deshalb nach einem Studiengang umgesehen, wo man später einfach viele Möglichkeiten hat. Und da bietet sich Mechatronik natürlich an, weil es ist die Mischung aus Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik. Man kann sich im Bachelor schon vertiefen, aber gerade im Master gibt es dann viele Vertiefungsrichtungen, wo man sich dann entscheiden kann. Und es bietet einem dann einfach für die Zukunft ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man später werden kann. Ich habe mich fürs KIT entschieden, weil hier einem sehr, sehr viele Möglichkeiten geboten werden. Nicht nur im Studium mit den Vertiefungsrichtungen, sondern auch ganz viel außenrum. Ich zum Beispiel arbeite auch noch am Institut für Technik der Informationsverarbeitung in einem Forschungsprojekt mit und konnte da schon viele Erfahrungen im Bereich künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen sammeln. Außerdem gibt es hier auch viele sonstige Angebote wie Sportkurse, es gibt viele Hochschulgruppen. Ich bin zum Beispiel in der akademischen Fliegergruppe und habe dort das Fliegen gelernt. Und das macht es einfach für mich aus, diese Mischung aus Studium, Arbeit und Freizeitgestaltung, weswegen ich mich hier sehr wohl am KIT fühle und es auf jeden Fall wieder machen würde. Ich habe nach wie vor sehr viele unterschiedliche Interessen. Klar, im Studium habe ich mich jetzt auf das Thema Medizintechnik festgelegt, was mir auch sehr, sehr liegt und sehr gefällt. Auf der Arbeit mache ich viel mit künstlicher Intelligenz und in meiner Freizeit gehe ich gerne fliegen und interessiere mich auch dafür. Da wäre es natürlich mein Wunsch für die Zukunft, dass ich einen Beruf finden kann, in dem ich alle meine Interessen miteinander vereinen kann. Ich habe euch heute ein Pulsoximeter mitgebracht. Das ist ähnlich wie das, was es in vielen Smartwatches gibt, um die Sauerstoffsättigung und den Puls darzustellen. Wir haben im ersten Semester die Vorlesung Biomedizinische Messtechnik gehört. Da lernt man die Grundlagen, wie das Ganze funktioniert. Und dann im zweiten Semester wird es das biomedizinische Praktikum geben. Da kann man eben verschiedene Messmethoden der Medizintechnik ausprobieren.